Leute, willkommen zurück zu Uncharted The Lost Legacy. Und wir sind jetzt hier, genau. Und wenn es gut geht, können wir den Kollegen noch schnell erwischen. So. So. Heli Schrotter. Okay. Vielleicht sollten wir erstmal ein paar Leute markieren. So. So. Auch hier noch markieren. Oh. Verdammt. Das ging aber gerade noch mal gut. So. Hier ist aber jetzt ist jetzt aber Heckmeck. Den hätten wir. Den hätten wir auch. C4 nehmen wir immer gerne mit. So. Gehen wir mal weiter. Wenn die einen finden und wir versteckt sind, ist es ja nicht schlimm. Solange wir versteckt sind. Dann können die uns ja auch nicht sehen. So, wir müssen jetzt hier den ganzen Bereich aufräumen. Leider. Naja, was heißt leider? Hier sind überall solche Leutjes. Dein Boss versteht was von guter Ausrüstung. Also, komm ich auf ein Gewehr, das nicht klemmt. Also, ihr Leute versteht wirklich was von Gewehr. Danke dafür. Die labern irgendwas von Zigaretten. Verdammt. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Jetzt, also. Jetzt. Gibt's Stress. Verdammt. Eher für mich, würde ich sagen. Okay, das lief jetzt nicht so prickelnd, sag ich mal. Was gut, dass es hier auch solche Verstecks gibt. Ja. Wir räumen hier erst noch auf. Dein Boss versteht was von unserer Ausrüstung. Also, ich freue mich auf ein Gewehr, das nicht klemmt. Also, ihr Leute versteht wirklich was von Zigaretten. Ich glaube, ich gehe mal woanders lang. Also, hier war nichts. Das ist der Heli. So.
Okay, erstmal Überblick über die Lage. Ich möchte eigentlich gern von oben aufräumen. Das geht immer am besten. Oh, den können wir doch hier. Gut absnacken. Den auch. So, Kollege. Oh, der Heli. Nicht mehr lange, hoffentlich. Verdammt, Alter. Die haben uns gleich verloren. Puh. Das war wichtig. Ich meine, sie wissen, dass wir da sind. Aber sie haben uns verloren. So. Das will ich doch auch mal hoffen. Wir die los sind. Verdammt. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Ach komm. Ja, kannst du vergessen halt. Kannst du halt vergessen. Der Heli nervt halt unglaublich. Ihr wisst gar nicht, wie krass mich dieser Heli nervt. Guck mal, das können wir doch knacken, oder? So. Was haben wir hier? Panzerfaust. Ich glaube, die brauchen wir, um den Heli Schrotter zu schrotten. Oh ja, komm schön runter. Komm schön runter, Kollege. Ja. Dann so. 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 Komm. Huch, Panzerfaust. Wichtig. Erstmal. Nee, das wollte ich eigentlich nicht.
Die schmeiße ich einfach mal runter. So. Was haben wir hier? Oh, das ist wichtig. Wichtig, wichtig, wichtig. Wo ist der Heli? Da oben, okay. Den da hinten machen wir auf jeden Fall. Warte mal. Noch Muni, mehr Muni für Charlie. Ah, zu risikoreich hier jetzt drauf zu gehen. So besser ist. Besser ist nämlich. Wir können einfach so. Zack. Ich wette, hier in der Kiste ist auch noch Panzerfaust. So. Was haben wir denn hier? Mehr Panzerfaustmunition. Geili. So. Die wissen hier noch nicht, was abgeht. Mach doch den Panzerfaust-Typen weg. Wo ist der Heli? Über mir. Verdammt. Kann doch jetzt nicht wahr sein. So, gehen wir mal auf die andere Seite. Wenn nicht jetzt, wann dann? Gönn mir Panzerfaust. Ach, Sam. Ist es verdächtig ruhig da unten? Was ist los? Hey, hier drüben liegt einer.
Sie schleichen hier herum. Schwärmt aus! Hat keiner gehört, ne? Das finde ich doch gut. Hat mich ein bisschen Munition gekostet. Das war es auf jeden Fall wert. Bin ich ganz ehrlich. Komm Sam, lass mich doch durch. Ich habe leider nur 3 Munition. Könnte noch besser werden. Vielleicht kann man auch insgesamt nur 3 haben. Wer weiß. Sam. Gut gemacht. Wo ist der Heli? Der ist über uns. Wir müssen den Heli holen. Ja. Hast du irgendwo Sprengstoff gefunden? Irgendwas? Da kommt Verstärkung. Wir sind noch nicht aus dem Schneider. Wir halten uns einfach mal bedeckt. So. Hier kommen jetzt, glaube ich, noch überall mehr. Ist auch besser so erstmal. Die sind jetzt überall neue, oder wie? Das ist doch ärgerlich. Fängt mal durch. Der Panzerung hält Stand! Achtung, ich sehe keinen Sprengstoff mehr! Haben wir auch eine Armee? Komm noch mal hoch. Jawohl. Oh, P90. Nehme ich erstmal als Übergangslösung. Na, glaube ich aber auch. Da bin ich ehrlich, das glaube ich aber auch nicht. Oh, wir konnten denn kommen irgendwie. So, zack. Weg mit dir. Oh, da ist noch einer. Da vorne liegt ja noch Panzerfaust. Das ist Irre. Versuchen wir es.
Seil am Helikopter. Ich glaube, das ist wirklich irre. So. Wenn das nicht irre ist, dann ist... Dann ist nichts mehr irre. Ja, ich hau mal lieber ab, glaube ich auch. Bam. Verdammt. Ich glaube, am sichersten bin ich noch in diesem Haus hier. Von wo sollen wir das denn machen, bitte? Verdammt. Ja, von wo denn? Oh. OP-90 Munition. So. Ich weiß aber halt wirklich nicht, von wo ich das Seil anbringen soll. Soll ich das von da oben auf dem Dach machen? Oder was? Hinweise gibt es jetzt anscheinend auch gerade nicht. Da ist wieder ein Typ am Rumneffen. Der wird erstmal ausgeschaltet, würde ich mal sagen. Und wir könnten hier an der Seite hochkommen. Oder hier an der Seite. Ja. Wird schon schief gehen. Los zur Tür! Auf dich! Oh, hi! Das ist wohl Orkan. Was zur Hölle hast du mit meiner Firma gemacht? Sie erstmal profitabel gemacht. Das war eine rhetorische Frage, Süße. Ich hätte dich auf dieser verfluchten Insel erschießen sollen. Schön wär's. Hätte ich nicht miterleben müssen, wie du die Biege machst. Okay, aber diskutiert euren Scheiß ein anderes Mal. Klar? Stoßzahn, bitte. Ihr beiden? Partner? Entweder du hast ein beschissenes Gedächtnis oder du bist verzweifelter, als ich dachte. Hey, heute bekomme ich von allen Seiten ab, was? Ich bin nicht derjenige, der Waffen an aufständisches Gesindel vertickt. Ah, das ist es. Das ist es. Du denkst einfach immer zu klein. Denkst du wirklich, ich hätte das hier gegen Munition eingetauscht? Ist mir völlig egal. Her mit dem Stoßzahn! Verpasst noch das Feuerwerk, Mann. Ich sag's nicht nochmal.
Okay. Fang! Runter! Gut geschossen. Danke. Die Streuung ist etwas groß. Jetzt runter von mir. Ja, okay. Darf ich mal kurz sehen? Hey, ein Drittel davon gehört mir. Du teilst mit Chloe. Okay. Ich weiß, du bist neu in der Branche, aber so funktioniert das nicht. Sie ist als Servicepauschale. Hey, warte mal einen Moment, Herr Gott. Das ist eine Bombe. Was? Oh mein Gott, Asaf hat den Zahn ausgetauscht. Gegen eine Bombe. Feuerwerk. Das ist groß. Ja. Die Gleise führen direkt durch die Stadt. Durch den Markt. Dann finden wir die nächste Stadt und alarmieren die Behörden. Es ist zu spät. Wenn das Ding hochgeht, sterben Tausende. Und das ist absolut furchtbar. Aber wir haben das, was wir wollten. Ich... Was? Du willst nicht ernsthaft diesem Zug folgen? Okay, schön. Und hast du auch einen Plan? Darauf wird in dieser Organisation kein großer Wert gelegt. Und du lässt sie das ernsthaft tun? Nein, ich meine, sie hat irgendwie recht scheiße, ich weiß es nicht, okay? Das ist nicht unser Kampf. Das hast du selbst gesagt. Und wenn du den Zug einholst, was dann? Du kannst die Bombe unmöglich entschärfen. Du hast recht. Gut. Gut, also, wir informieren die Behörden und... Das ist nicht unser Kampf. Sondern meiner. Wenn die Bombe in der Stadt hochgeht, gibt es einen Bürgerkrieg. Ich kann nicht wegsehen. Ich will nicht mehr wegsehen. Du wirst sterben. Damit kann ich leben. Hey. Hebt meinen Anteil am Zahn auf, okay? Für alle Fälle, ja? Du wirst mich doch nicht allein mit dir lassen. Raus! Nein. Ich sitz vorne. Gut. Ich sitz hinten. Alles klar. Dann geht's weiter. Aber erst beim nächsten Mal, ja. Habt ihr gedacht, jetzt machen wir noch weiter oder was? Nee. Das kommt erst beim nächsten Mal. Irgendeine Fliege ist hier in meinem Zimmer. Ist ganz schön. Ich weiß nicht, ob man das gehört hat, aber nervt ein bisschen. Also, bis zum nächsten Mal. Und ciao, Leute.